Benno Mühlmann hat es nicht leicht in diesen Tagen. Da stand der Kader eigentlich schon vor der fünften Bornheimer Zweitligasaison und plötzlich fallen ein halbes Dutzend Spieler aus. Marcel Gauss, Muskelentzündung. Zawa Jelen, Operation am Sprunggelenk. Yutae Yun, Bluterguss im Fuß. Gletson, Blessur am Innenmeniskus. Yannick Stark, Knochenödem im Mittelfußknochen. Matthew Leakey könnte kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Eine falsche Belastung schließt der Trainer trotz des großen Verletzungspechs aber aus. Ja, ich glaube, die Art und Weise der Verletzungen deuten ja darauf hin, dass es jetzt keine Fehlbelastungen durch das Training sind, sondern dass es halt Verletzungen sind, die ja teils schon aus der letzten Saison stammen und teils eben in Zweikämpfen sich geholt wurden. Und da sind ja keine Muskelverletzungen, Zerrungen oder dementsprechend Dinge, die dann unter Ermüdung auftreten. Angesichts der Verletzungsmisere ist die Kaderplanung beim FSV nun doch noch nicht abgeschlossen. Vor allem für Linksaußen wird händeringend noch Verstärkung gesucht. Derzeit spielt der Däne Jonas Boring vor. Immerhin sechsfacher Nationalspieler. Sein Wechsel vor 4 Jahren zum FC Midtjylland für 2,5 Millionen Euro war der teuerste innerhalb der Superligen. Ja, insgesamt schauen wir, ob wir noch ein oder vielleicht sogar 2 Spieler dazu holen bis zum 31. August. Wir müssen allerdings da auch sicher sein, dass die Qualität stimmt. Und bei einer gewissen Qualität ist es dann immer die Sache, können wir es umsetzen finanziell. Und wir haben uns da auch schon die ein oder andere Absage geholt, das muss man ganz klar sagen. Derzeit wird der Marktwert von Jonas Boring auf 700.000 Euro geschätzt, also nicht unbezahlbar. Doch die Lücken im Kader sind nicht das einzige Problem beim Fußballsportverein. Noch immer fehlt ein Trikotsponsor. Und wenn die Haupttribüne steht, müssen 10 Logen sowie 600 Businessplätze an den Mann gebracht werden. Dafür soll ein neuer Mann vom Vermarktungsunternehmen IMG seine Kontakte spielen lassen. Tilman Engel, einst Geschäftsführer bei Frankfurt Galaxy und anschließend 2 Jahre für den Fußballverband in Katar tätig. Geldsorgen hin, Verletzungspech her. Am Sonntag zum Saisonstart beim Aufsteiger Sandhausen muss der FSV Farbe bekennen. Ja, ich denke, dass wir trotzdem eine Mannschaft auf den Platz bringen werden, die mit Sandhausen mithalten kann und die sich da bewähren will und die da punkten will. Und wir wollen versuchen, da auch so zu agieren, dass wir nicht ohne Punkte zurückkommen. Vergangenes Jahr gab es am ersten Spieltag ein 1:1 Unentschieden gegen Union Berlin. Vielleicht wäre Benno Mühlmann angesichts der Verletzungsmisere diesmal auch mit einer Punkteteilung zufrieden.